Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir Angel Star beinahe besiegt. Aber dann kam sie mit dem Schuh des Opfers. Und was daran so schlimm ist, da sind zwei Blutspuren drauf, ne? Und die eine ist vom Opfer und die andere von der Angeklagten, von Dana Sky. Wir haben ihre Zeugenaussage dazu angehört und müssen nun das Kreuzverhör davon anfangen. Oder besser gesagt abschließen und hoffen, dass wir damit noch irgendwas anfangen können. Besser gesagt, sie besiegen können. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt schaffen. Gut, dann legen wir mal los. Kreuzverhör, entscheidende Beweise. Ich hätte die 5 Minuten erwähnen sollen, in denen ich den Tatort nicht sah. Moment mal. Warum haben Sie über diese 5 Minuten gelogen? Man könnte sagen, dass ich wollte, dass sich die Leute nur das Ergebnis ansehen. Das Ergebnis? Wie oft muss ich das noch sagen? Ich habe selbst gesehen, wie die Generalstaatsanwältin das Opfer erstach. Daneben wird eine Lücke von 5 Minuten bedeutungslos. Warum haben Sie dann nicht einfach die Wahrheit gesagt? Lächerlich! Wir haben es mit dem am wenigst vertrauenswürdigen bösen Staatsanwalt zu tun. Gefälschte und versteckte Beweise, abgesprochene Aussagen. Wenn man gegen Monster kämpft, muss man jeden mit erdenklichen Trick auch nutzen. Und das, obwohl die Angeklagte gestanden hat? Meinert ist das abschäbigste aller Verbrechen, Frau Star. Bringen wir das zu Ende. Und jetzt zu der Sache mit dem Schuh des Opfers. Moment mal! Sie haben diesen Schuh also am Tatort gefunden? Ich nahm die Generalstaatsanwältin fest und rief die Polizei. Ich wollte mich nützlich machen, während ich auf die Polizei wartete. Also schlichen Sie sich wie ein unerzogener Hund mit dem Schuh davon. Ich befürchtete, jemand würde das Verbrechen der Angeklagten vertuschen. Dieser Schuh war meine Geheimwaffe, falls dies geschehen würde. Sehen Sie diesen schicken Kopf, den ich habe? Da befindet sich mehr als nur Lunchbox, meine Herren. Das freut mich für dich und deine Lunchbox-Tasche. Wirklich. Wie dem auch sei, Sie haben wichtige Beweise vom Tatort entfernt. Sagen Sie uns jetzt, was Sie dann taten. Auf diesen Schuh fand man zwei verschiedene Blutspuren. Eine stammt natürlich vom Opfer. Moment mal! Sie brachten ihn also in die forensische Abteilung? Wenn Sie etwas vom Gericht als Beweis einreichen, muss es genehmigt sein. Und dazu muss der Beweis untersucht werden. Von einem professionellen Forensiker. Und weil sie meine Inspektorin war, kam sie mit einem kleinen Krupp durch. Dieser Schuh trägt anscheinend Blutspuren. Das ergibt Sinn, nachdem mir ein Mann erstochen wurde. Und dieses Blut ist das des Opfers, Inspektor Goodman? Wie ich schon sagte, es sind zwei Blutspuren auf dem Schuh des Opfers gefunden worden. Und die andere stammt von der Angeklagten, Frau Lana Sky. Moment mal! Man kann mit einem Bluttest nicht eindeutig sagen, dass dies das Blut des Opfers ist. Na, eigentlich schon. Sie wollen etwas über Bluttests wissen, Sie Anfänger? Na, reden Sie schon. Blut gibt es in 4 Blutgruppen. A, B, 0 und AB. Wie auch immer. Man kann mit einem Bluttest nicht ablesen, ob ein Mord kaltblütig verübt wurde. Das ist nur eine Redewendung, Herr Wright. Wenn man die verschiedenen Bluttests kombiniert, gibt es Millionen von Blutarten. Es ist durchaus möglich, eine Blutprobe einer Person zuzuordnen. Das habe ich jedenfalls gehört. Millionenarten? Hätte ich etwas mehr Zeit gehabt, hätte ich eine DNS-Analyse durchführen lassen. Aber sie sagten jetzt, dass es ein wenig Zweifel gibt, dass dies vor Lana... dass es wenig Zweifel gibt, dass dies vor Lana Skys Blut ist. Das Blut der Verdächtigen wurde also auf dem Schuh des Opfers gefunden. Da stand eine direkte Verbindung zum Tod von Inspektor Goodman her. Ich hatte befürchtet, dass er das sagen würde. Dieser Schuh beweist es. Er ist ein fehlerloser, eindeutiger Beweis. Moment mal! Ich kann diesen Beweis nicht einfach kampflos passieren lassen. Sie haben die gepfefferten Fischinnereien bestellt, oder? Wie? Manche mögen es heiß, Herr Wright. So wie unsere Mandantin. Ihr steht das Wasser so hoch, dass sie es für eine Suppe reicht. Herr Wright, haben Sie ein Problem mit diesem Schuh oder nicht? Ein Problem? Dieses kritisch. Was stimmt am Schuh des Opfers nicht? Wartet mal, ich gucke mir den nochmal ganz kurz an. Das ist nämlich schon wieder etwas länger her, aber wir hatten den ja untersucht, hatten wir da nicht irgendwas gefunden? Da war doch hier... Genau, hier war das Blut vom Opfer und so weiter. Und hier war dieser riesige Fleck, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem darstellt. Es ist zwar ganz schön viel, aber ich weiß nicht, wenn man den stoppen, das müsste ja schon so viel Blut gewesen sein. Warte, nochmal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz drauf gucken. Von wem war das hier? Das ist von der Schwester, okay.
Das kommt ja hin, das, da ist ja nicht so viel Blut, weil sie hat sich ja nur ein bisschen geschnitten. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, okay. Dann würde ich einfach sagen, dass das das Problem ist mit dem Schuh. Es gibt ein Problem. Nein, nichts zu machen. Wenn ich wild um mich schlage, schade ich dem Fall. Kommt ihr, Wright? Ich weiß, Sie finden etwas. Irgendein Stegreif-Einspruch. Ich versuche das Wort Stegreif heute zu vermeiden. Es ist ziemlich hinterhältig, ich weiß, auf diese Art zu verwehren. Es ist nicht hinterhältig, von einem Anwalt das Gesetz als Waffe zu nutzen. Auf jeden Fall ist die Wissenschaft immer auf unserer Seite. Vergessen Sie nicht. Die wissenschaftliche Ermittlung gehört die Zukunft. Vielleicht sollte ich diesen Beweis noch etwas genauer untersuchen. Habe ich aus Versehen... Ich habe jetzt nicht zufällig auf... Es ist kein Ding ins Gesicht, oder? Ich wollte Einspruch rufen. ich habe falsch angeklickt, na toll. Es gibt ein Problem. Wenn mich nicht alles trübt, gibt es hier ein wichtiges Problem mit bei dem Beweis. Einen klaren Widerspruch. Dieses Funkeln in Ihren Augen. Sie sind noch jung, Anfänger. Ich würde Ihnen ja jetzt gepfefferte Fischinner reingeben. Aber Sie würden der Hitze nicht standhalten, oder? Hören wir uns an, was Herr Wright zu sagen hat. Was ist der Widerspruch beim Schuh des Opfers? Zeigen Sie uns das Problem bei diesem Beweis. Erst ist doch... Das hier. Nimm das! Ich frage mich, ob Ihnen aufgefallen ist, dass sich Blut unter der Sohle des Schuhs befindet. Legen Sie sich nicht mit mir an, Anfänger. Oder es wird Ihr Blut unter meiner Sohle sein. Da ist wirklich etwas Blut unter der Sohle des Schuhs. Das ergibt Sinn. Das Opfer wurde mit einem Messer erstochen. Was bitte stellt an Blut unter der Sohle einen Widerspruch dar? Ja, das frage ich mich eigentlich auch. Oh. Ja, jetzt weiß ich nicht was. Es war zwar richtig, aber... Oh, warte mal. Das Foto hier ist das... Doch, das muss das Foto sein. Da ist ja kein Blut auf dem Boden. Das ist das. Nimm das! Das Problem liegt im Fußabdruck begründet. Dem Fußabdruck? Beachten Sie, dass die Sohle des Schuhs des Opfers mit Blut bedeckt ist. Und? Ist es da nicht seltsam? Warum waren keine blutigen Fußspuren am Tatort zu finden? Achso. Aha! Wie Sie sehen, gab es keine Spur solcher Fußabdrücke am Tatort. Das widerspricht Ihrer Aussage zu diesem Schuh. Einspruch. Das wird halt nur ein Teil des Bodens. Vielleicht gab es also doch blutige Spuren dort. Einspruch. Hätte es Blutspuren gegeben, wären sie gefunden worden. Wir haben den Tatort untersucht und nichts dergleichen gefunden. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Nun, Zeugen! Was? Hä? Gut gemacht, Herr Wright. Aber es stimmt, dass das Fehlen von Fußabdrücken keinen Widerspruch darstellt. Aber dann müssen wir uns fragen, warum es keine Fußabdrücke gab. Oh. Das stimmt, es muss einen Grund für das Fehlen der Fußabdrücke geben. Denken Sie nach, Herr Wright. Denken Sie nach. Hey, ich weiß nicht, warum sie fehlen. Ich bin nur gut darin, Widersprüche zu finden. Was? Wer hat das jetzt gesagt? Moment mal. Warum gibt es dazu keine Stimme von ihm? Ich verstehe. Jetzt verstehe ich es. Verstehe was? Unsere Zeugin ist noch fieser, als ich gedacht habe. Wir wurden bis ins Letzte getäuscht. Aber sie hat sich verraten. In ihrer Aussage steckt ein Hinweis auf die Wahrheit. Wovon sprechen Sie? Erinnern Sie sich daran, wie Sie uns von der Verhaftung der Verdächtigen erzählt. Ihre Staatsanwältin wollte sich wehren, aber ich versuche, dass ihr Versuch scheiterte. Sie schießt meine Hände beiseite, schließt dabei ein Ölfass um. Oh, sie ist hübsch, aber tödlich. Eine Jägerin, eine Leopardin. Knurr. Ich dachte mir, das wäre ein seltsames Verhalten für eine besonders so bedachte Chefin. Auf jeden Fall. Jetzt möchte ich Ihnen, Zeugin, eine einfache Frage stellen. Dieses Ölfass, war es leer? Oh, das? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Einstellung mag, Herr Edgeworth. Auch wenn Sie anscheinend nicht das langsamste Band in der Lunchbox-Fabrik sind. Zeugin, also, war das Ölfass leer?
Das Ölfass, das die Generalstaatsanwältin umwarf, war randvoll mit Wasser. Wasser? Was bedeutet das? Verstehen Sie es immer noch nicht, Herr Wright? Wollen Sie den Grund wissen, warum sie es umgeworfen hat? Den wirklichen Grund? Aha! Sie meinen doch nicht etwa... Ja, die Verdächtige warf das Ölfass aus einem einzigen Grund um. Um die Blutspuren zu verwischen, die gegen sie verwendet werden konnten. Ah! Das könnte jetzt einfach eine harte Lüge sein, wisst ihr? Das passt gut zusammen. Die Blutspuren am Schuh des Opfers zeigen ihre Verbindung zum Mord deutlich. Dann, nachdem die Tat begangen war, warf sie das Fass um die Spuren zu beseitigen. Nun, das ist die Spezialität eines Staatsanwalts, Spuren beseitigen. Oh, da habe ich irgendwas falsch vorgelesen, das kann ja nicht so richtig sein. Nein. Das erinnert mich daran, Ruskais rechte Hand war verletzt. Sagte sie nicht, sie hätte sich bestimmt erziehen, er starb? Also das Blut meiner Schwester auf dem Schuh. Das passiert Ihnen in diesem Moment? Nun, ich sehe keinen Grund, dieses Verfahren noch länger fortzuführen. Herr Wright, unternehmen Sie etwas! Was kann ich noch tun? Deine Schwester hat das Verbrechen gestanden und versucht, es zu vertuschen. Aber... Genug. Es gibt keinen Grund für die weitere Debatten. Das Urteil, ja. Nun gut. Aber Angel Star ist auf Seiten der Staatsanwaltschaft. Sie könnten in Bezug auf das Wasser lügen. Dieses Gericht befindet die Angeklagte Frau Lana Sky. Das war jetzt klar. Moment mal, wer hat das jetzt gesagt? Was? Kleines Mädchen, was hast du gerade gesagt? Hä, ich? Hast du gesagt, dass ich Angel Star auf der Seite der Anklage wäre? Nun ja, das sind sie. Sie sagen, meine Schwester habe Weiße vertuscht, indem sie die Spur beseitigt. Ich war ganz kurz was trinken, meine Stimme geht gerade weg. Hilfe. Ich hasse es, Emma zu sprechen, wisst ihr das? Noch schlimmer als Maya. So, jetzt wieder in die Flasche zu machen. So, ja. Gut. Ich dachte, ihr wärt satt, aber hier steht ihr und verlangt einen Nachschlag. Eine weitere Lunchbox. Eine Lunchbox mit dem Namen Beweis. Moment, Zeugin, sagen Sie mir nicht, Sie haben noch ein etwas verraten. Einspruch. Sie waren bereits beim Urteil angelangt, euer Ehren. Jedes weitere Kommentar stellt eine Missachtung des Gerichts dar. Eure Drohungen schrecken die Ausspruchkönige nicht. Seht euch das an. Oh. Oh. Eieiei. Wie das Messer da noch drin steckt, I. Ein Foto? Ich habe es gemacht, um vorbereitet zu sein, wenn einer behauptet, der Schuh gehöre nicht dem Opfer. Bei diesem Beweis sehe ich keine Möglichkeit für Zweifel. Herr Wright, warten Sie! Sehen Sie sich den Asphalt auf dem Boden an! Hey, er ist eindeutig feucht! Das vertreibt die letzten Zweifel aus dem Geist des Gerichts. Unmittelbar nach dem Mord wurde der Tatort mit Wasser gereinigt. Es tut mir leid, Herr Wright. Ich schätze, ich konnte Ihnen letztendlich doch nicht helfen. Es ist nicht deine Schuld. Ich wusste gleich, dass dieser Fall nicht zurückgewinnen ist. Und es scheint, als wäre das genau das, was deine Schwester wollte. Es tut mir leid, Mia. Right, ob nass oder nicht. Werfen Sie nicht so schnell das Handtuch. Hä? Stehen Sie wieder auf. Schauen Sie doch einmal genau hin. Gehen Sie nicht auf, nicht vor dem bitteren Ende. Das ist der letzte Beweis. Nun gut, diesmal möchte ich das Urteil aber wirklich verkünden. Einspruch! Moment, euer Ehren. Was ist mit euch Leuten los? Kann ich meinen Urteil gar nicht mehr in Ruhe verkünden? Was immer es ist, kann es nicht warten. Nein, kann es nicht. Das ist zu spät. Schauen Sie sich dieses Foto an, das zuletzt eingereicht wurde. Dieses Verfahren ist noch nicht vorbei. Bis wir uns jeden Beweis genau angesehen haben. Also, Herr Wright. Behaupten Sie, es gäbe mit dem neuesten Beweis irgendein Problem? Ja. Ich werde später nachdenken. Ja, es gibt ein Problem. Ich muss das durchziehen, egal bestimmt. Wenn wir schon mal so weit gekommen sind, sollte jeder Antrag keine Chance kriegen. Nun gut, Herr Wright. Zeigen Sie dem Gericht das Problem bei diesem Foto. Ein Problem bei diesem Foto. Oh Gott.
Also, das Auto stellt ja sowieso kein Problem mehr da. Eigentlich, nee. Kennzeichen kann man zwar nicht wirklich erkennen, aber ist ja nicht schön. Hier liegt der Schuh. Passt auch. Messer. Passt auch. Das mit dem Tuch, dass da so ein Tuch hier drin. Tuch, ja, oder Zettel oder was auch immer das hat. Jetzt mit dem. Kann man es da drauf stellen? Habt ihr auch schon vergessen? Das landet da auch hier drin, weil er halt hier drin lag. Wasser ist auch richtig. Scheiße! Hier ist wohl noch ein bisschen Blut am Schuh. Warte mal. Doch nicht, doch dran. Ah. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn. Komm, ich probier's mal, vielleicht ist es ja richtig, weil ich meine, der Schuh liegt hier im Wasser. Warum geht das Blut da nicht ab? Das ist. Ich dreh das jetzt einfach mal ein. Nimm das! Nun, möglicherweise liegt es hier. Denken Sie nicht darum? Warte mal ganz kurz. So. Ich möchte Ihnen als Älterer einen guten, gemeinten Rat geben. Wenn Sie auf etwas zeigen, sollten Sie zumindest daran denken, die Augen zu öffnen. Ich glaube, das soll heißen, dass niemand auf Ihren Bluff hereinfällt, Herr Wright. Machen Sie die Augen auf, Herr Wright. Denken Sie wissenschaftlich. Wenn wir schon mal so weit gekommen sind, sollte jeder Antrag eine Chance geben. Okay. Ich bin überfordert. Ich könnte jetzt auch ihm nachgucken, aber eigentlich erinnere ich das gar nicht. Wir kriegen hier keinen Fehler für, also eigentlich ist das blöd. Ich hätte jetzt eigentlich ein Leben verlieren müssen dafür, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, ich beende den Party und frage euch, wo der Fehler liegt. Ist mir eigentlich lieber. Damit ich. Ja, aber da denkt ja jeder, ich guck nach. Was ich dann letztendlich sicherlich machen werde, wenn ich da nicht weiterkomme, aber naja, egal. So. Ich weiß nicht, wo hier der Fehler liegt. Ach komm, Leute, ich werde jetzt den Part beenden. Schauen. Nein, ich schaue nicht nach. Ich werde erstmal ein bisschen überlegen und wenn ich wirklich nicht weiterkomme, dann schaue ich nach. Ich meine, ich verliere nicht mal Leben, wenn ich was falsch anlege. Also, wenn ich jetzt 10 verlieren würde, würde ich nicht nachgucken. Aber ich meine, ne? Gut, dann bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, wo der Fehler liegen könnte. Gut, bis dahin, tschüss.